Hallo Freunde, der NRWBoy18 wieder hier bei seinem Let's Play Indiana Jones. Und im Moment spielen wir hier ein sehr merkwürdiges Spiel. Denn wir sind hier ziemlich gut eingekesselt von der guten Lava. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier irgendwo eine Möglichkeit habe, weiterzukommen. Denn ich vermute mal, dass die Vertiefung da in der Wand, die wir ja da gerade gesehen haben, die genau in derselben Höhe ist wie die Steine, die da in der Lava liegen, dass wir genau dahin müssen und dass wir dann versuchen müssen, da irgendwie... Nein, Indy. Runter. Danke. Und das Problem ist, genau, das mache ich hiermit nicht. Was ist denn mit dem Knopf? Was ist, wenn wir den nochmal drücken? Und woher dieses Klackergeräusch hier kommt, das weiß ich immer noch nicht. Es passiert wieder was. Nein! Ach so, dann geht die... Ha, ha. Okay, aber das heißt, wir können wieder da runter. Das heißt, wir können uns das Ganze mal ein wenig in Ruhe anschauen, denn wir wissen ja jetzt, wo die Lava hinkommt, wo wir dann logischerweise hin müssen und wie wir es dann anstellen müssen, dass wir hier tatsächlich auch rüberkommen. Das wäre auch alles so einfach, aber... So. Also, wie sieht das aus hier? Da unten müssen wir mal hin. Wie kommen wir jetzt überhaupt runter hier? Hallo, wie... Ach so, okay. Hier, nein, Indy, da dran. Danke. So schwer ist das doch nicht. So, und genau da müssen wir hin. Und die Leiter, oder diese Vertiefungen, die da drunter sind, die sehen echt so aus, als wenn man da sich irgendwie reinhangeln kann. Aber wenn ich da drüber hänge, hier zum Beispiel, da, ich komme nicht runter. Das ist alles ja mehr, auch warum es da noch weiter hoch geht, das ist alles mir irgendwie nicht so ganz begreiflich. Da rechts kommen wir auch nicht weiter. Komm, ja, danke. Können wir hier... Nein, er kann die Leiter natürlich nicht greifen. Ah, warte mal, vielleicht müssen wir das da vorschieben. Ja, ja, ja. Das müssen wir da vorschieben, damit wir da... Wobei, nee, das geht da gar nicht. Dann komme ich doch da nicht weiter. Dann ist das doch viel zu weit entfernt. Moment. Gucken. Bin ich da überhaupt schon mal drin gewesen? Ne, ich glaube nicht. Also dann gehen wir da mal gucken. Indy? Nein, Indy. Oh. Wobei, das müsste jetzt auch schon reichen. Hep. Jawohl. Ich kann mich... Ich meine, wir waren irgendwo mal hier drin gewesen, aber ich war... Ach, greif doch die Leiter, Mann. Ich hoffe auch, dass meine Stimme jetzt hier laut ist einigermaßen und das Spiel nicht allzu laut. Ich habe nämlich einige Soundprobleme hier, erstaunlicherweise, weil meine Audiobox meinte beim letzten Mal irgendwie so, nö, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und dann hat mein Computer die hier nicht mehr erkannt. Seltsam aber wahr, ja. So blöd es sich anhört. So, jetzt sind wir hier. Toll. Aber was bringt mir das? Was bringt mir das? Diese vermaledeite Kiste. Bin ich... Nee. Von da aus schaffe ich das? Warte mal. Indy. Meine Herren, ey. Da muss ich hier wieder... Ah, nee. Hier wieder runter. La 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 la. So, noch weiter und noch weiter und noch weiter. So, hier jetzt runter, Indy. Möchte ich doch mal zu gerne wissen, ob ich dann diesen Sprung da schaffe. Hep. Nee, das ist viel zu weit. Das ist never. Oh. Oh, das war knapp. Okay, also das schafft er nicht. Aber was ist, wenn... Moment, was ist denn, wenn ich mir den da hinstelle? Komme ich hier wieder vielleicht irgendwo hin?
Habe ich hier... Ach nee, das ist ja... Ja, ja, von da komme ich ja. Diese Kiste, verdammt nochmal und zugenäht. Wenn die Lava hier ist, ich komme hier nirgendwo mehr hin. Tja, und da oben war ich auch schon, da geht's auch nicht wirklich weiter. Das kann jetzt nicht wahr sein, Mann, ey. Dass es auch immer hieran scheitern muss. Was ist denn, wenn ich hier einfach mal... Wow, 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 Indy. Wow, wow, wow. Ja, es passt, es passt, es passt. Einfach mal hier drüben nachschaue, was es hier drüben so gibt. Moment. Hier brauche ich aber jetzt auch wieder die Kiste, um hier überhaupt hochzukommen. Na, dieser Kerl, ne, der macht mich fertig. Der ist zu... Na, ist, weil er schief gesprungen ist. Deswegen schafft er es nicht. Jeder normale Mensch würde es schaffen, aber Indy, weil er schief springt, schafft er es nicht. So, stopp. Danke. So, jetzt kommst du hier hoch. Und hangel dich hier hoch. Genau. Da will ich wissen, was hier kommt. Na, die kleine Knarre reicht wohl auch. Dass hier mir noch irgendwo ein Vieh über die... Hä? Aber wieso bin ich denn jetzt hier? Ja, komm, steck mal weg. Hm. Also ich weiß, dass das hier sinnlos ist, aber ich versuch's ganz einfach mal, weil wir würden dann da oben hinkommen. Nur die Frage ist, was sollen wir dann da machen? Weil das Tor in die Weiterschieben, nicht aufhören. Ich halte die ganze Zeit die Taste gedrückt. Also mach... Warum hört der auf? Hallo? Das nervt. Und wieder bis zum nächsten Punkt. Und jetzt wieder neu anfassen. Das nervt echt. So, reicht das jetzt hier vielleicht schon? Ah, es könnte reichen. Ja, und weiter in die... Nein. Ich kann das nicht noch weiterschieben. Wie, was? Warum das denn nicht? Da ist doch noch Platz. Ach nein, wie geil! Von den Entwicklern gemacht! Naja, okay, dann müssen wir halt... Hier... Och, Kingers, nee, Mann! Und wir können die jetzt auch nicht so davor stellen, dass wir da hochkommen. Weil er lässt jetzt hier die Kiste nicht los. Und somit können wir nicht gerade an die Kante springen. Und somit kommen wir, oder? Doch, hier. Was soll das denn jetzt? Was ist denn das? Da ist doch ein Loch. Also. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Das, glaube ich, will ich auch gar nicht verstehen, wie das jetzt funktioniert hat. Oh. So, jetzt hier rüber. Dann kommen wir hier auf die Plattform. Dann müssen wir hier wahrscheinlich die Peitsche wieder einsetzen. Oder auch nicht. Wir müssen springen. Ey, was? Indy. Da, er steht auf dem Stein und auf einmal hängt er an der Leiter. Man sieht aber, dass da ein Zwischenraum ist. Und das soll mir jetzt mal einer erklären. Das geht in mein kleines Let's Player-Hirn, geht das nicht rein. So, wir gehen wieder hier lang. Schön, schön, schön. Wir gehen wieder hier lang. So langsam werde ich zickig. Weil das Problem ist, das ist ja das Schöne an diesem Spiel. Wir haben zwar diese wunderschöne Karte und manchmal ist da auch ein X, aber ansonsten bekommen wir hier null Hinweise.
Und das ist insofern nicht schön, wie als wenn man jetzt hier zum Beispiel nicht weiß, wie es weitergeht. So, und das Indie schaffst du ja wohl bitte. Vielleicht mit ein bisschen mehr Anlauf. Nein! Och! Der Kerl macht, was er will. Na also, warum nicht gleich so? Okay, das ist jetzt aber ein sehr gewagter Sprung. Ja gut, aber letztendlich, wie soll ich hier sonst rüberkommen, ne? Flieg! Er hat es tatsächlich geschafft. So, und hier, Indy, greif die Leiter. Greif die Leiter. Danke. Boah. Und hier oben haben wir jetzt die Tür, die verschlossen ist. So, hier rüber. Und hier runter. Da. Es ist eine Tür. Aber ich scheine sie von dieser Seite nicht öffnen zu können. Es ist eine Tür. Oh, es ist eine Tür. Wer hätte das gedacht? Indy? Tja, hier war mal ein Steg. So, und auch von dieser Perspektive kann ich mir keinen Reim draus machen. Da können wir rein. Das ist aber nur ein, also da rechts, wo es so grün ist, in der Wand. Da haben wir ja nur den Schatz gehabt. Da geht es ja sonst nicht weiter. So, auf der Plattform selber können wir dann nur mit der Peitsche da ranspringen. Und dann letztendlich hier hochkommen. Aber, was nützt es uns? Wobei, wenn ich die Kiste... Moment, wenn ich die Kiste da vielleicht hinstelle... Nee, ich kann ja dann nicht mehr da ranspringen. Also das geht auch nicht. So, das heißt, die Möglichkeit fällt auch flach. So. Und wenn ich jetzt die Kiste da hinten so weit an die Wand ranschiebe, dass ich in die Vertiefung in der Wand komme... Und dann da oben auskomme, habe ich auch nichts gewonnen. Oh, Kingas, nee. Was soll ich hier machen? Ehrlich, was sagt es mir? Ich habe keine Ahnung. Es dauert auch nur unheimlich lange. Ich meine, wir waren da jetzt schon drin. Die ganzen Texturen waren ja geladen. Aber nein, wir müssen jetzt hier 5 Stunden wieder warten. So. An dieser Stelle, genau. Ich meine, da ist ja auch so eine, ne? Nein! Auf dem Boden, so eine, ne? Wo es grün ist. So, aber auch wenn ich den jetzt hier hinstelle, wäre der Abstand immer noch viel zu groß, als dass ich darüber kann. Wobei, wenn ich von der Plattform da oben hier runterspringe, dann funktioniert's. Ah, zu den Inschriften sagt er nichts. So, dann latschen wir hier mal einfach wieder hoch. So, da rein kommen wir da oben hin. Wofür sind die Vertiefungen da an der Wand? Keine Ahnung. Wofür geht hier eine Leiter hoch? Keine Ahnung. Was mache ich überhaupt hier? Keine Ahnung. Du. Wir müssen irgendwie die Kisten da unten sinnvoller hinstellen. Dann haben wir wahrscheinlich irgendwie die Möglichkeit, wenn die Lava jetzt hier drin ist, dann auf die andere Seite zu kommen. Aber das mag mir noch nicht in meinen Kopf rein. Indy, lass doch die Leiter los. Also das nervt echt manchmal. Naja, da macht er auch nichts. Was ist das? Naja. Tja, und hier gibt's nur diesen Knopf. Die Dinger da unten gehen auseinander. Zusammen meine ich. Zack, das Ding staut sich und läuft über. So, und jetzt ist halt die Frage.
Ich würde von der rechten Plattform auf die Kiste kommen. Und je nachdem, wie ich sie stehen habe, könnte ich sogar von der Kiste dann auf die Plattform. Aber von der Plattform auf die andere Kiste, wo dann... Wobei, da ist eine Vertiefung. Warte mal, das... Das könnte man mal probieren. Vielleicht... Aber der Abstand ist viel zu groß. Und wenn ich von hier oben springe, macht es auch keinen Sinn. Ah, die Wahrscheinlichkeit, nee, die zu treffen, ist ja wohl megamäßig gering. Also das glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Aber wir können es mal in die greifen. Wir können es mal ausprobieren. Mehr als verdampfen kann unser Freund ja hier nicht. Und was ist schon so ein bisschen Lava? So. Ah, das könnte schon ein bisschen knapp werden. Probieren wir es mal einfach. Ja! Ja, es hat tatsächlich geklappt. Aber ich glaube, jetzt habe ich mir hier selber eine Falle gebaut. So, da komme ich ja jetzt nicht mehr hin. Theoretisch, oder? Nee, da komme ich nicht mehr hin. Da würde ich auch nur da oben wieder hinkommen. So, dann versuchen wir uns ganz einfach mal darüber zu hangeln. Ah, ja! So, und jetzt muss ich die Kiste da treffen. Ich glaube, die habe ich vergessen zu stellen. Ja, ich glaube, die habe ich echt vergessen zu stellen. Das schafft Indy auf jeden Fall nicht. Wobei, der Mann hat mich schon des Öfteren eines Best... Ja, scheiße. Es war knapp. Es war knapp. Probieren wir es nochmal. Wo so, ach so, jetzt sind wir hier wieder. Ja, das schafft er ja nicht. Weil das wäre so geil, dann könnte ich da an die Leiter und zack und hoch und fertig. Fertig mit schön schreiben. Oh, hier, also sinnvoll hinstellen, Indy wäre nicht schlecht. Nein, das war zu viel. So. Ah, oh, das tut weh an den Knochen. Ja, das ist ja alles noch kein Problem. Vielleicht einfach nur mal später springen vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Freunde, ich würde vorschlagen, wir belassen es hier mal bei diesem Teil. Bei dem, was wir jetzt hier erreicht haben. Irgendwie muss ich mir die Kisten da unten anders hinstellen. Irgendwie anders hinstellen. Aber ich habe noch nicht so wirklich den Durchblick. Da oben mit der Peitsche, wie gesagt, da komme ich nur da oben hoch und dann auf die zwei Steine da oben. Das ist mir überhaupt, also bringt mir überhaupt nichts. So. Und wenn ich dann da drauf bin, na, ich müsste eigentlich nur da hinten hinkommen. So, aber wenn ich von da oben, von dem Block, der da oben ist, dann hier runter auf die Kiste, wenn ich mir sie da hinten hinstellen würde, hinkommen würde, könnte ich nicht mehr die Wand mit den Leitern erreichen. Weil Indy kann ja nur, wenn er gerade springt, Sachen greifen. Es bleibt ein Mysterium, Freunde. Und ich glaube, für diesen Teil soll es das gewesen sein. Ja, heute mal überhaupt nichts erreicht hier bei Indiana Jones. Da oben müssen wir hin. Es kann so einfach sein. Ich weiß es nicht. Ich werde mir das alles nochmal durch den Kopf gehen. Werde hier tüfteln, tüfteln, tüfteln. Und dann hoffentlich im nächsten Teil euch dann zeigen, wie man da oben zu dieser tollen Tür kommt. Also bis dahin, NRW bei 18. Adieu.